Hallo und herzlich willkommen zum Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof. Mit dem Hallo, Chef. Und Tigerfarm. Hallöchen. Ich dachte gerade, du hättest irgendwie einen Internetausfall oder so. Nein, nein, Moin. nein. Ja. Neue Folge, neues Glück. Tigerfarm ist bei Mikado und dann legen wir los. Ja. So, übrigens, natürlich, die Schuld ist letztes Mal beglichen worden für die Zeit, wo ich Mikado und wo Mikado nicht da war. Ja. Das heißt, der eine Wollballen ist letztes Mal an das Lohnunternehmen übergeben worden. Die Presse hat ein Foto davon gemacht. Von dem her Und der alles. zweite muss jetzt auch noch weg. Wie bitte? Nein, nein, das war natürlich nur ein Scherz. Also, wir legen los. Bis später. Ciao. Ciao. So. Wir müssen Gas geben. Wir haben hier den Fan festgefahren. Das ist ein bisschen ungeschickt gelaufen. Ich weiß nicht, wie ich den loskriege hier. Ne, der ist zu leicht. Okay, dann machen wir das mit dem hier. Beziehungsweise können wir auch. Können wir mal fahren hier? Ja, wir können auch einfach den Fan zurückgeben. Weil den hat man ja sowieso gemietet. Ja. Okay. So, Tiger Farm hier letztes Mal schon gemäht. Aber nicht so richtig viel, fand ich. Also es hätte ein bisschen besser laufen können. So. Die Schafe produzieren natürlich weiter fleißig unsere Wolle. Und wir haben natürlich immer noch keinen Schwader, ja. Das heißt, in der nächsten Folge wird uns das Lohnunternehmen wieder unterstützen. Das heißt, wir werden den Auftrag erteilen zu schwaden und wir werden selber direkt hinterher pressen. Lohnzahlung? Wofür haben wir denn Lohnzahlung gehabt? Ach nee. Das Mehrwerk hinten war nicht unten. Wahrscheinlich fürs letzte Mal Helfer haben. So, jetzt aber. Jetzt passt die Sache. So, Feld 1 ist angesät, Feld 7 ist angesät. Das heißt, wir können jetzt uns wieder eben um die Ballen kümmern. Pressen, verkaufen, Geld machen. Kein Zugang zu dem Land, was soll denn das? Okay. Seltsam. Ich dachte, hier hätte ich immer ein bisschen Zugang gehabt. Nee, da auch nicht mehr. Wieso haben wir da keinen Zugang mehr? Kann mal gucken, wo die genaue Feldmarkierung. Ja, okay. Passt schon, geht konform. Ach so, ja. Wir müssen mal gucken, wie wir das nächste Folge hinkriegen. Weil das Lohnunternehmen hat sich angekündigt, dass es nächste Morgen nicht da ist, fällt mir gerade ein. Das heißt, wir müssen da gucken, wie wir da an den Schwader bzw. an ein Ballen, eine Ballenpresse kommen. Also Ballenpresse müssen wir sowieso mieten. Das ist ja klar. Aber ein Schwader. So viel Geld haben wir nämlich nicht. Wir müssen auf jeden Fall die Ballenpresse mieten. Sonst müssen wir irgendwas unter Wert verkaufen. Darauf habe ich eigentlich keine Lust. Also ich wollte jetzt nicht
nicht die Sojabohnen unter Preis verkaufen. Deshalb müssen wir mal gucken, wie das funktionieren kann. Vielleicht haben wir dann den Deal mit dem Lohnunternehmen. Dass zumindest der der Schwader vom LU gemietet werden kann von uns. Das wäre schon mal von Vorteil. So, kann ich da hinten nochmal lang fahren? Wir müssen unsere Grasflächen halt wirklich nutzen. So ist gut. Man findet immer wieder irgendeine Grasfläche, die eben noch nicht. Moment. Nicht Müdigkeit vorschützen. Wir schieben hier. So, dann hier wieder langfahren. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir die Wiese hier mähen. Von dem her kennen wir uns da schon ein bisschen aus. Wir wissen, wo wir langfahren können. Wo ungefähr die Feldgrenzen sind. Ich glaube, hier können wir ganz vorfahren, oder? Bis dahin und nicht weiter. So, was wir auch noch machen wollten, war eigentlich hier die Bäume fällen, gell? Ihr erinnert euch, das hatte ich mal angekündigt, müssen wir noch machen, habe ich nicht vergessen. Ist vielleicht auch mal ein Job fürs Lohnunternehmen. Funktioniert alles ziemlich gut hier. Das funktioniert eigentlich zu gut, muss ich fast schon sagen. Oh, da drüben fehlt noch einiges. Da hat das Lohnunternehmen nicht so gut gearbeitet wie zuvor. Aber wir können ja das auch machen. Wobei, wie gesagt, es war schon mal besser, was das LU da abgeliefert hat. Da müssen wir nächstes Mal vielleicht ein bisschen in die Preisverhandlung gehen. Reklamieren. Ich weiß nicht, wo das LU da mit dem Kopf war, die schon im Feierabend gesteckt haben, oder? So, wir gehen, glaube ich, gleich mal gucken, was die Ballenpresse. Wir brauchen eine Ballenpresse. Wir brauchen einen Ladewagen für die Ballen. Und wir brauchen natürlich auch wieder den Schwader. Und da müssen wir gleich mal gucken, wie viel das kostet, ob wir uns das im Moment alles leihen können. Oder wie es da aussieht.
Weil irgendwie müssen wir ja das Gras hier wegkriegen. Und ich will natürlich Silageballen machen. So, dann sind wir hier auch durch. Dann gehen wir gerade nochmal darüber, wo Mikado und Tiger Farm ein bisschen was vergessen hat. Hier liegt nämlich auch noch schönes Gras, ja. Das ist so schön saftig grün. Das muss man nicht einfach verschwenden. Vielleicht war da so im Hintergedanken, oh, der Varuna, der ist zu gut für den Mikado. Da helfen wir mal kurz ein bisschen dem Mikado. Aber nicht mit mir, nicht mit mir, Leute. Nein, Quatsch. Ich wollte jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen. Da war aber ein kleiner Leck drin. Da hat wohl wieder jemand was gekauft. Ja. Mikado war beim Shop. So, habe ich hier jetzt soweit alles? Ich glaube schon. Ich war hier nochmal dran vorbei. Dann gehen wir rüber auf unsere Graswiese. Und dann sind wir da auch schon wieder durch. Wo kommen wir da so hin mit dem Mähwerk? Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, vor allem vorne kommen wir auch nicht rein. Also. So, hier haben wir letztes Mal sogar gedüngt. Ich hoffe mal, dass das wirklich was bringt. So, ich gebe den Zweien gerade mal den Zeitstand durch. Dass die Bescheid wissen. Hier könnten wir eigentlich auch, wenn die Bäume ein bisschen weg sind, können wir da noch ein bisschen mehr Grasfläche kriegen. Wäre hilfreich. Hatte ich eigentlich meine Rechnung bezahlt? Klopf, klopf. Hallo. Ich habe eine kurze Frage ans Lohnunternehmen. Ja. Hatte ich eigentlich meine Rechnung bezahlt? Das war fürs... Mähen. Ich glaube... Wie viel war denn das? Ich glaube, sie haben nicht bezahlt. 900. Nee, habe ich nicht. Okay, gut, dann werde ich das gleich nachholen. Danke. Ja, 900 plus 100 Einfahrtskosten. Also 1000. Ja. Okay, mache ich gleich. Danke. Ciao. Ciao. So. Es kann ja mal durchrutschen, ja. Aber gut, dass es mir einfällt, weil offene Posten wollen wir natürlich nicht haben. Hier. Tiger Farm. Überweisen. 1000. Überweisen. So, dann sieht es nämlich noch ein bisschen nüchterner aus hier. Dann haben wir nur noch 800 für einen Ballenladewagen, für eine Ballenpresse und für einen Schwader.
Na, kommt sie ja dann vorbei, Kollege. So, aber die Preise müssen wir auf jeden Fall noch vor der nächsten Folge rausfinden. Also vor morgen. Aber das sollte auch kein Problem sein. Ja, aber ich denke, heute werden wir auch mal zeitig aufhören. Weil ich muss sagen, wir schaffen es im Moment wieder seltenst, uns wirklich auf die 20 Minuten zu begnügen. Also wir überziehen eigentlich jede Folge. Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Also wir sollten schon gucken, dass wir immer ziemlich genau auf die 20 kommen. Deshalb werde ich heute extremst drauf achten. Um 19 werde ich die Maschine ausmachen. Also 19. Minute, ja, so. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich zumindest die 3-4 Bäume hier mal absägen lasse. So, lass uns mal gerade in den Shop gucken. Zurück. Schwader. Der hier kostet 30.000. 1.500. Der hier hat 8,50 Meter. Der ist wahrscheinlich 1.100. Das ist ja auch akzeptabel. Machen wir 1200. So, muss noch einmal wenden, dann geht's weiter. Wir hatten ja Glück, dass das Lohnunternehmen keine Verzugszinsen gewollt hat. Hätte ja passieren können. Also 1100 waren wir. Ballentechnik. 39.000 kostet der. Oh, 2.000, dann sind wir bei 1.000. Tausend, 3.200. Uiuiui. Dann können wir das nächste Mal den Lohnunternehmer nicht bezahlen. Beziehungsweise doch können wir, wenn wir direkt nochmal Ballen verkaufen, dann kriegt er gar nicht mit, dass wir eigentlich gar nicht zahlungsfähig sind. Also das müsste eigentlich schon hinhauen. So. Klopf, klopf. Hallo. So, wir sind schon am Ende angekommen. Also, oh ja. Gerade so. Ja, ich habe jetzt gesagt, wir müssen mal wieder ein bisschen auf die Folgenlänge achten. So, Fahrzeuge sind aus. Weil wir überziehen zurzeit immer. Ja, wir sind immer so 2-3 Minuten länger, wie wir eigentlich gesagt hatten. Ja. Darum, heute mal pünktlich Feierabend. Ja. Und darauf müssen wir uns nächstes Mal auch wirklich so ein bisschen berufen. Was ist denn das LU? Das LU arbeitet bei seinem eigenen Hof. Das ist ja interessant. Tja. Okay. Gut, aber das soll es gewesen sein von dieser Folge. Nicht unnötig in die Länge strecken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis dann. Ich habe voll den Bollen mit Weizen gemacht. Der ist jetzt bei 860. Egal. Haut rein, Leute. Bis morgen. Ciao. Ciao.